Hallo, ich bin die Anna, Mama vom Kai. Der ist schon 9 Monate alt und deshalb haben wir auf den Buggy-Aufsatz gewechselt. Und ich möchte euch heute unseren Teutonia-Kinderwagen mit dem Buggy-Aufsatz kurz zeigen. So sieht der Kinderwagen ohne Buggy-Aufsatz aus, also nur das Gestell. Und ihr seht hier, das sind die Maxi-Cosi-Adapter. Die kann man eben da so rauf tun und dann kann man den Maxi-Cosi rauf machen. Was wir auch haben, ist so ein Handmove. Den Handmove habe ich bei babyartikel.de bestellt und der war super günstig und ist im Winter wirklich praktisch. So sieht der Aufsatz aus. Wir haben da noch einen Schlafsack drinnen. Ich zeige euch das mal montiert, beziehungsweise ich glaube, ich schaffe das sogar mit einer Hand. Den klipst man einmal hier rein und einmal hier und dann ist der Buggy-Aufsatz montiert. Den kann man auch umgekehrt montieren, also zu einem gerichtet. Nur jetzt so zum Zeigen habe ich so gemacht. Der hat so ein Verdeck, das kann man auch hier aufmachen. Da kommt dann ganz viel Luft dazu und man kann das auch mit dem Reißverschluss das Ganze hier aufmachen. Dann kommt hier überall Luft dazu. Und man kann den Sitz auch in mehreren Einstellungen verschieben. Also da, hier ist so ein Hebel, den drückt man nach oben und nach unten. Ja, als Schlafsack haben wir diesen Mucki bei Odenwälder, das Babynest. Wir hatten das Glück, den gebraucht zu bekommen. Der passt auch ganz gut hier rein. Ist auch super, super süß mit dem Daddy. Unser Buggy-Aufsatz hat diese Farbe. Das finde ich wirklich wunderschön mit diesem Grau, schwarz kariert. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich möchte jetzt nur nicht den Sack rausmontieren, denn ja, den brauchen wir heute noch. Man kann natürlich auch die Fußstütze verstellen. Für später dann. Und man kann auch diesen Bügel abnehmen, da muss man hier auf einen Knopf drücken, dann geht es runter. Ja, wenn ihr noch Fragen zum Wagen habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare stellen. Wir haben auch den Wagen gebraucht bekommen, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ist wirklich, Teutonia-Qualität kann man nicht sagen. Und so viel zu unserem Kinderwagen. Ich hoffe, das kurze Video war interessant für euch. Ich verlinke euch auch gerne nochmal das Video über unseren Kinderwagen im Allgemeinen in der Infobox und sage danke fürs Zusehen. Tschüss!